Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting. Ich bin Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung und die Platzierung von IT-Services und Dienstleistungen, insbesondere Software, im Markt. Und da helfe ich eben und begleite ich eben schon seit vielen Jahren meine Kunden, sei es jetzt für Demand Generation, Lead Generierung, aber auch halt, das ist dieses ganze Thema Außendarstellung, was für ein Image produziere ich im Markt, wie transportiere ich überhaupt meine virtuelle Dienstleistung, letztendlich mein Know-how, Fachwissen, das man ja nicht wirklich anfassen oder greifen kann, sodass es letztendlich auch in der Außenwahrnehmung innerhalb von wenigen Sekunden letztendlich transportiert wird, was die Mehrwerte sind meiner Dienstleistung. Und da tun sich eben viele sehr techie-behaftete, die sich auch letztendlich auf ihre Kernkompetenz ja fokussieren sollen, auf die Softwareentwicklung, die ja komplex genug sein kann. Und da helfe ich eben Unternehmern und Unternehmerinnen etwas weiter. Und da bin ich immer auch sehr dankbar für ein Strategiegespräch. Kannst du bei uns ja auch kostenlos gerne buchen. Und ich nehme da immer wieder auch persönlich Zeit. Also es wundern sich immer wieder Softwareentwickler, junge Softwareentwickler, ältere Softwareentwickler, Unternehmerinnen, Unternehmer, dass ich dann persönlich in diesem 1:1 Gespräch auch dann vorhanden bin, weil ja einfach viele ältere, ich kann auch schon zu den älteren Coaches oder Unternehmern, Beratern und Agenturinhabern und so weiter, die halt dann letztendlich zwar an YouTube zu sehen sind, aber sich natürlich skalieren und multiplizieren wollen. Und ist auch verständlich, aber dann, wenn hast halt da sozusagen im Erstcall halt irgendwie so eine 20, 25-jährige Dame oder einen 25-jährigen Herrn und der dich halt dann erstmal presettet oder settet und dann kommst du zum nächsten und letztendlich häufig mit dem eigentlichen Inhaber oder CEO von der Beratung oder von der Agentur, den sprichst du dann teilweise gar nicht, ja. Also ich habe dann auch schon häufig, ich fand es immer so lustig, ich glaube, ich habe mal auch meiner sehr namhaften und bekannten, damals schon bekannten, mit dem damals größten YouTube-Kanal, ich glaube von Mehr Geschäft, hatte ich mich mal interessiert für ein Coaching, das ist schon 4 Jahre her, glaube ich. Und ich habe mich dort auch 2-mal beworben und bin dann jedes Mal, beim ersten Mal war ich echt total verwundert, weil ich habe natürlich immer nur die Fei-Brüder im YouTube-Kanal gesehen und dann noch jemand anders, noch ein Sales-Manager oder sowas. Und dann war ich dann sozusagen im Coaching, wo ich dann angerufen von einer Dame, ist ja okay, die halt einfach kurz die Leads aufnimmt. Und dann aber halt in diesem Erstgespräch, das war dann immer der Vater, also da, sozusagen. Und ich habe mir immer gedacht, okay, wenn da jetzt mein Vater sitzen würde, der ist jetzt irgendwie 84, vielleicht sollte ich das auch mal bei mir einführen, aber ich glaube, da hätte ich dann auch keinen Erfolg. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, aber ich meine, alles schön und gut. Ich hatte einfach nur den Eindruck, ich weiß noch damals zumindest beim ersten Mal, dass er einfach überhaupt keine Lust hat. Ja, aber okay, war einfach nur mein Eindruck. Das habe ich dann auch nicht gebucht, habe ich dann damals was anderes gebucht, also die direkt Mitbewerber. Und dann, glaube ich, beim zweiten Mal, 2 Jahre später, wollte ich mich auch nochmal weiterbilden. Auch so immer im Januar. Im Januar mache ich immer meine Weiterbildung, so wie die Leute halt immer so, ja, Fitnesscenter, ne, wird wieder neu gebucht am Jahresanfang. Und dann, ich mache halt heute, dieses Jahr mache ich 100.000 Klimmzüge extra und so. Und da buche ich dann auch mal meine ganzen Weiterbildungen. Das hat auch damit zu tun, dass meistens um die Jahreswende herum ich einfach die einzigste Zeit ist des Jahres oder im August maximal noch, wo ich auch überhaupt für sowas wie Weiterbildung überhaupt Zeit habe. Also so Filmchen gucken und Live-Calls und so. Das ist alles unfassbar kräftezehrend und auch zeitaufwendig, insbesondere für die Coaches, weil wo der Coach ja sich skalieren kann, indem er ein Coach ist und einfach 20 oder 100 oder 50 Coaches da drin sitzen, der Coach an sich skaliert sich ja dadurch nicht. Ne? Da ist ja quasi, ist ja many to one. Ja. Okay, long story short. Und häufig ist es halt auch so, dass man bei diesen Coachings eigentlich gar nicht das Coaching an sich das Interessante ist, sondern die Leute, die man dort kennenlernt. Also es ist dann auch über letztendlich schon wirklich, sind auch immer wieder Idioten dabei, aber es sind auch immer echt, also wie gesagt, ich habe noch nicht so viele gemacht, immer wieder mal eins, weil mir es auch viel zu teuer ist, das Ganze. Also
Ich bin so ein Autodidakt, so ein typischer, ich bringe mir gerne alles selber bei. Aber es ist schon diese, besonders über wie soll ich sagen, diese ganzen Pandemie-Jahre, wo man ja quasi eingesperrt war, mehr oder weniger, da halt in so Communities drin zu sein und so weiter, das war natürlich schon ganz interessant. Nur bei Dirk Kräuter habe ich bis jetzt noch keins gebucht. Hätte ich eigentlich machen sollen. Also da war ich auch dann zu geizig, das muss ich ehrlich dazu sagen, weil es war zum Zeitpunkt, wo ich einfach auch noch Zeit hatte da und so weiter und einfach um vielleicht noch mehr Leute kennenzulernen. Aber es ist halt einfach so, dass ich aktuell andere Dinge habe und meine Zeit ist sowas von begrenzt. Also ich habe echt das Gefühl, mein Leben läuft mir davon, ja. Obwohl ich schon alles Mögliche mache. Aber da sind wir auch gleich schon beim Thema, und zwar beim Thema Mitarbeitergewinnung und insgesamt halt einfach alles, was du nicht prozessual verschlanken kannst, mehr automatisieren, delegieren und so weiter. Also die Reihenfolge ist ja letztendlich, okay, eliminieren, also erstmal schauen, was ist es überhaupt nötig, ansonsten skalierst du da mit, ja, oder automatisierst ja Dinge, die gar nicht nötig sind. Also erstmal eliminieren, also dieser typische Lean-Gedanke, das ist nach wie vor immer noch der wichtigste, also Lean-Management. Schöne Grüße an T&O, ein Kunde von mir 2018, glaube ich, oder so. Dieses Oldschool Lean Management, also Kanban und so weiter. Das irgendwie aus Japan kam, aus den 90er Jahren, auch schon als ich Industriekaufmann Azubi war mit 16 Jahren oder sowas, ja, da war das schon ein Thema. Ist nach wie vor immer noch aktuell. Also erstmal eliminieren, ja, und dann automatisieren, und das ist halt im sag mal, mit komplexen Themen, komplexe Produkte und so weiter ist halt Automatisierung auch nur zum Teil eben machbar noch. Das vieles, das hängt dann noch am Menschen. Oder auch einfach daran, dass individuelle Services dann einfach gefragt sind oder auch einfach effektiver im Endeffekt. Oder die KI noch nicht so weit. Auch das gibt's. Wird sich auch noch vieles ändern. Und nachdem man dann automatisiert hat, dann geht es in die Delegierung. Das heißt, die Dinge, die du tatsächlich noch per Menschenhand manuell irgendwie auch vielleicht individuell machen musst, dann die dann einfach abzugeben an Mitarbeiter. Und da sind wir einfach voll im Thema, also wenn es ums Thema Mitarbeitergewinnung geht. Und da habe ich halt leider Gottes, und da schließt sich der Bogen auch zu diesen ganzen Coaching-Geschichten und so weiter der letzten 5 bis 10 Jahre. Und das liegt nicht mal, muss ich ehrlich auch dazu sagen, nicht mal unbedingt. Also gibt es auch unterschiedlichste Dinge und natürlich unterschiedlichste auch Coaches und so weiter. Na, da gibt es auch wirklich also absolute Grauzonen-Coaches und so, die dann meistens auch im Ausland irgendwo sind oder was weiß ich. Auf jeden Fall, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, sondern einfach seriöses. Also wirklich Business, Leute, die quasi Business wirklich weiterhelfen wollen und einfach ihre Erfahrung weitergeben. Letztendlich ist es nichts anderes, als wie die Erfahrung weiterzugeben von jemandem, der schon länger auf der Welt ist und schon mehr gemacht hat als wie du. Und das sind zu delegieren, das heißt, also Mitarbeiter zu finden, die das, wo du dich dann da multiplizieren kannst. Oder, was sagen wir mal, oder einfach im Software-Ding, dass du einfach Softwareentwickler findest. Oder ich, jetzt im Marketing oder im Sales, also Sales-Leute und so weiter. Ist ja egal, wenn du am Punkt bist, ja, du hast eliminiert, automatisiert und dann jetzt delegierst und dann brauchst du Leute. Und selbst die Besten der Besten der Besten haben immer wieder die Schwierigkeit, die Leute zu finden. Und dann haben sie irgendwie alles Mögliche gemacht, ja, irgendwie stundenlange Interviews oder was weiß ich alles. Und dann waren es dann doch wieder nicht die Richtigen, mussten sie wieder rausschmeißen. Und in Deutschland ist es manchmal dann auch noch mehr Gezeter, wie jetzt zum Beispiel in den USA, da gibt es halt mehr Hire Fire. In UK ist es auch vielleicht auch ein bisschen einfacher und in anderen Ländern, aber in manchen Ländern, da bist du quasi als Unternehmer schon fast gefährdet, ne? Weil du da irgendwie 10.000 Regeln einhalten musst. Und besonders in Deutschland sind ja auch Mitarbeiter mit das teuerste überhaupt auf der ganzen Welt. Ich glaube, nur in Holland und in Schweden und in der Schweiz oder so sind es noch teurer. Also, sprich, risikobehaftet, ja, Marge, all diese Themen. Und auch ganz einfach Stress, ja. Besonders wenn du, sagen wir mal, ein sehr, und da hängt es auch sehr an der Persönlichkeit des CEO oder auch des Unternehmers, was bist du eigentlich für ein Typ? Wenn du zum Beispiel ein sehr empathischer Typ bist und einer der Gründe, warum ich letztendlich einfach auch im Vertrieb und im Sales so erfolgreich bin, und das ist halt meine Erfolgsgeschichte. Ich bin nicht im Vertrieb oder im Sales so erfolgreich, weil ich
quasi mindestens so gut bin wie Dirk Kräuter. Bin ich garantiert nicht. Ich bin auch nicht der beste Anwandbehandlungsbehandler oder was weiß ich und so weiter und so weiter. Ich meine, ich könnte mir das auch alles bis zum Exzess reinziehen und mich dazu machen. Habe ich manchmal überhaupt gar keinen Bock dazu. Der Grund, warum ich nach wie vor immer wieder Erfolg habe, ich würde mal sagen, überdurchschnittlichen Erfolg auch für mich selber im Vertrieb, ist, weil ich ein höchst empathischer Typ bin. Ja. Und bei den richtigen Leuten kann mir das auch zugutekommen, wenn es um die Mitarbeitergewinnung geht und auch um die Führung. Weil ich sofort merke, wenn was nicht stimmt. Und genau, wir haben alle, ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass jeder Mensch bis zu 60 oder 90 Mal am Tag lügt. Also jeder Mensch im Durchschnitt 60 oder 90, weiß nicht, eins von den beiden, es reicht ja auch 60 Mal. Also wir lügen permanent. Ist jetzt erstmal wertfrei, ne? Also ich meine, wenn es jeder Mensch im Durchschnitt macht, dann kann es ja nicht nur schlecht sein. Also wir lügen auch manchmal, weil es nötig ist oder weil wir Menschen nicht schaden wollen und so weiter und so weiter. Also Lügen ist per se ja erstmal nichts Schlechtes, ist erstmal wertfrei. Nur wenn du natürlich jemand bist, der so unfassbar gut, und das ist einer meiner absolut wenigen wirklich Dinge, wo ich wirklich gut dran bin, so unfassbar gut zwischen den Zeilen lesen kannst wie ich. Und das ist natürlich eine der Top-Qualitäten, die ich habe, auch im Vertrieb. Das heißt, du kannst mir erzählen, was du willst. Ich lese zwischen den Zeilen. Das heißt, nicht das, was du sagst, sondern wie du es sagst. Und die Dinge, die du nicht sagst, die erzählen mir mehr teilweise als wie die Dinge, die du mir eigentlich erzählst. Ja? Und Menschen, die da mit dir länger zusammenarbeiten und das herausfinden, die hassen das wie die Pest, also viele. Insbesondere muss ich auch dazu sagen, Frauen. Die hassen es wie die Pest, wenn jemand sie komplett durchschaut, weil sie sind eigentlich diejenigen, die ganz gern Männer durchschauen und so weiter und einfach sich auch für die göttlich begabten Lügnerinnen, also im positiven Sinne, ja, halten. Und das ist halt dann schon teilweise echt ein Problem, aber es ist auch eine Gabe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar dafür, es ist eine Gabe, muss man da richtig damit umgehen können. Und man muss es halt dann auch quasi sehr wohl durchsieren und sehr wohl kommunizieren oder beziehungsweise gar nicht kommunizieren direkt. Weil Leute sich dann einfach quasi nackt ausgezogen fühlen und wer ist das schon gerne. Ja? Besonders halt Leute, die überdurchschnittlich viel flunkern. Und das ist halt einfach so eine Sache, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zum eigentlichen Punkt Mitarbeitergewinnung. Und das ist, hier schließt sich auch der Bogen zu den ganzen Coachings und so weiter. Ich möchte jetzt damit auch abschließen, diesen Gedanken. Warum ist es so unfassbar, also es gibt so viele andere, also despite the fact of all factors, ja, also was weiß ich, politisch, ökonomisch, Krisen, Energiekrise, was weiß ich, Currency, Inflation, ja, all diese Sachen, okay. Aber letztendlich, du hast heute, wenn du Recruiting machst, teilweise da Leute sitzen, das wäre vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen und die meisten von euch sind noch gar nicht so alt, dass sie sich das überhaupt vorstellen können, dass sie überhaupt vor 20 Jahren schon auf der Welt waren. Also hast du teilweise halt Studenten sitzen, also wirklich 20-Jährige, die Gedanken haben, dass sie quasi mehr oder weniger übermorgen selbstständig und reich werden und am besten auf YouTube ihren eigenen Ding und passives Einkommen, was die alles im Kopf haben, ja, aufgrund des, ich sage immer, diese Gehirnverseuchung von. Weil letztendlich fliegt denn ja auch die ganze Werbung um die Ohren von diesen ganzen Coaching-Programmen. Und ich sage immer, die Hälfte davon sind seriös, die Hälfte davon vielleicht weniger. Ich kriege das eben weniger mit teilweise. Also ich muss dann immer auf ZDF schauen, wenn wieder irgendwelche Coaching-Programme hochgenommen wurden oder irgendwas begutachtet wurde. Da ist es manchmal sehr, sehr, sehr gut auch bewertet. Manchmal ein bisschen zu negativ. Aber die nehmen ja auch dann diese ganzen eher Schneeballsysteme und so weiter dann hoch. Und begutachten das und so weiter, finde ich immer sehr gut, die Reportagen. Und aber es sind halt eben so viele und es fliegt mir auch zum Beispiel permanent irgendwelches Trading-Coaching oder Trading oder Ads, Werbeanzeigen für Trading, ja, wie du heute 1.977 Euro passiv gewinnst im Monat mit Trading. Also das ist ja
also diesen Exposure an Bullshit, ja, den hattest du halt vor 20 Jahren noch nicht, aufgrund dessen, dass es halt diese Social Media Plattform noch nicht so gab. Wo du ja quasi beballert wirst. Da gab es halt nur Google Search, dass halt du, wenn du was gesucht hast, dort gesucht und hast halt was gefunden. Eventuell auch ein Nonsens, aber du hast halt von dir aus irgendwann erstmal was suchen müssen. Und jetzt wirst du ja proaktiv zugeknallt mit leider auch eben viel diesen ganzen Bananen-Bullshit. Und es ist halt einfach mal eine große Teil der Bevölkerung, deswegen gibt's es ja. Deswegen haben die ja auch genug Verdienst, sodass sie die Werbungen immer wieder schalten können. Genug Leute, die den Dreck kaufen. Und das wiederum führt dann dazu, dass die sich da teilweise bis zu einem gewissen Grad auch daran glauben und dann letztendlich mitunter auch in deine Zielgruppe als Mitarbeiter reinfallen. Und dann hast du die da sitzen und du erzählst denen halt irgendwas aus der Realität und die erzählen dir halt irgendwas aus der surrealen Welt, irgendwas. Und die haben halt komplett Flusen im Kopf. Ja. Und teilweise geht es so weit, dass bis hin zur Respektlosigkeit, dass die einfach überhaupt komplett den Respekt verlieren gegenüber Leuten, die 20, 30 Jahre älter sind, beziehungsweise die einfach auch der Boss sind. Ja. Also es gibt fast keinen Respekt mehr gegenüber den CEO. Also wenn ich mir das mal überlege, als ich Azubi war vor 30 Jahren, da, wenn der Teamleiter was gesagt hat, dann habe ich das gemacht. Wenn der Teamleiter mich gefragt hat, warum warst du jetzt 20 Minuten auf dem Scheißhaus? Ja, und ich habe halt einfach damals viele Gewichte gehoben, habe ich viel Proteine genommen, musste ich länger kacken, ja, dann musste ich mich dafür rechtfertigen und das habe ich auch gemacht. Das war nicht der CEO der Firma oder sonst was, es war irgendwie so ein Teamleiter, irgendwie so eine Vorarbeitsdame, die halt über die Azubis da irgendwie was beigebracht hat, ja. Und heute bist du der CEO und dann hast du da irgendwelche Bitches sitzen, ja, die ich halt null respektieren, weil sie halt alle meinen, die sind der eigene Boss oder was, was der Kuckuck was, ja. Und das hat schon damit was zu tun mit diesem ganzen Markt und mit diesem ganzen Bullshit, mit dieser Gehirnverseuchung, ja. Also auch diese ganzen Coachings und mach dich reich und werde dein eigener Herr und alles Mögliche. Und da gibt es eine gute und eine schlechte Seite. Ich möchte das also abschließend nochmal betonen. Ich sage mal 50-50, ich weiß die Zahl nicht genau. Nur damit möchte ich eben sagen, es gibt vieles da draußen, das finde ich absolut top. Und so wie jede Münze hat jede Münze auch seine Kehrseite. Es war noch nie so geil wie heute, dieser Zugang zu Wissen. Aber auch gleichzeitig wird es halt auch abused. Ja, es wird halt auch einfach auch missbraucht. Das macht das Ganze wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher, gute Leute zu finden und Firmen aufzubauen und zu skalieren und so weiter. Und ich habe abschließend noch eine Sache. Ich habe mich mit einem großen, also mit einem der größten Office-Coworking-Space-Anbieter von ganz Europa, mich unterhalten mit einer Managerin. Und die hat gesagt, das hat sich in den letzten 3, 4, 5 Jahren extremst geändert. Also früher hatten wir immer Nachfrage nach Offices, die so 3 bis 6 Mitarbeiter groß sind. Und die sind jetzt alle leer. Die sind jetzt alle leer. Ja? Wir haben jetzt entweder nur die ganz großen, 20, 30, 40 Mitarbeiter, also ganz wenige große Offices, die nachgefragt sind oder immer ausgebucht. Oder Einzelbüros. Ja? Das ist das Einzige, das ist das, wo alle wollen oder alle brauchen jetzt gerade. Und was steckt dahinter? Das ist genau das, was ich jetzt gesagt habe. Das ist sozusagen der Beweis dafür. Und das ist wirklich einer der größten Coworking-Space-Anbieter. Ich sage jetzt nicht namentlich, aber jeder kennt ihn. Ja, den es in ganz Europa gibt. Ja, haben ihre Headquarter in Luxemburg und in irgendeine kleine Insel da. Also wisst ihr schon, wie ich meine. Das sagt ja schon alles. Ne? Also die Firmen, wo du quasi so im nächsten Step, wo du quasi Unternehmer bist schon und hast dann so, da hättest du dann deinen ersten 3 bis 4, 5 Mitarbeiter. Da sind die Büros alle leer, weil eben das so hart geworden ist. Ja, als Solopreneur, jeder will irgendwie sein eigener Herr sein. Das heißt, jeder, der irgendwie für eine große Firma arbeitet, nur für einen ganz kurzen Zeitraum, dann fällt er sofort als eigener Solopreneur. Also die Büros sind alle genommen. Und die großen Firmen natürlich, weil die nach wie vor existieren. Na, weil das sind ja auch die Firmen, wo man eventuell sich Erfahrungen holt und so weiter. Aber diese Übergangsphase gibt es fast keine Mitarbeiter, weil ansonsten wären ja diese Büros auch stark nachgefragt. Ja.
Und das ist eine Herausforderung. Also das ist bestimmt, da gibt es auch keinen einfachen Weg. Man kann nur sein Bestes tun und sich die richtigen Partner holen, die einen dabei unterstützen. In diesem Sinne, schau einfach bei unserem Kanal vorbei, beziehungsweise hol dir hier eine Strategie-Session, gib dem Video einen Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder mit dabei bist, wenn es da heißt, Thomas Klein, Neukundengewinnung, Positionierung, ja, und Skalierung von IT-Businesses. Bis dahin, ciao, ciao.